Willkommen, Freunde, zurück zu Disney Infinity 3.0 Marvel Battlegrounds. Wir sind weiterhin bei den Herausforderungen und wir sind bei Herausforderung Nummer 18, weil wir 17 nicht machen können, weil wir dort Ant-Man brauchen. Und zwar brauchen wir Nick Fury. Ihr seid alle entlassen. Arena Avengers Trainingseinrichtung Ziel. Entweder hat Nick Fury vergessen, seinen Agenten Boni auszuzahlen oder da verwüsten gerade Roboter-Doppelgänger die Trainingseinrichtung. Ah ja, natürlich. Gegner sind Hawkeye, Natasha, Black Widow, Falcon und der Green Goblin. Elektrischer Boden gibt es als extra, wenn wir es schaffen. Gamma-Strahlen und Nova-Korps-Angriff sind die aktiven Bonusmünzen. Schauen wir mal. Wa, Freunde, schauen wir mal, wie es läuft. Director Fury, es ist an der Zeit, sich mit den Besten und Hellsten von S.H.I.E.L.D. auseinanderzusetzen. Ach so, und mit dem grünen Kobold obendrein. Jawohl. Barton? Hab dich gestern vermisst. Bist du bereit? Oh ja. Von dem hier kannst du dich verabschieden. Wenn du nicht für uns bist, dann geh. So schaut's aus. So schaut's aus. Okay, leider hat sofort die Falle nicht zugeschlagen, hier muss ich sagen. Aber ich bin genauso schnell, Fräulein Natascha. Ich bin genauso schnell. Also ganz ruhig. Hawkeye, komm her, ich kann auch schießen. Ja, schieß doch was, ja? Jawohl. Erstmal die Nova-Münze. Wie wär's mit einer Faust voller geladener Partikel? Boah, geil. Am Junge! Der perfekte Moment, dich schön. So, schieß noch ein bisschen, dann ist Natascha schon mal erledigt. Wer kommt jetzt? Gar keiner? Kommen die immer nur zu zweit? Das läuft irgendwie schief. So, meine Special Attacke behalte ich mal jetzt gleich für die nächsten beiden. Bonusmünze nähert sich. Jetzt knallen wir uns die Bonusmünze. Bevor Feinde aufkreuzen. Denn jetzt machen wir uns gleich groß und danach machen wir unsere Spezialattacke. Zwei weitere Feinde, die direkt auf uns das zukommen. Wird jetzt gleich knallen. So, da ich jetzt leider nicht weiß, wie die Special-Attacke ist, werde ich erstmal die Falle aktivieren und dann das hier. Guck mal, da ist ein zweiter von mir, kann das? Anscheinend, okay. Der schießt aber keine Ahnung, wo der hinschießt. Auf jeden Fall nicht auf Gegner. Man schießt die ganze Zeit, ist halt recht einfach, merkt ihr das? Das ist total simpel dann, wenn man schießt. Hier jetzt wieder. Eigentlich bräuchte man nur schießen. Und die Special Attack ist jetzt auch nicht so cool, muss ich sagen. Schon doof irgendwie gewesen jetzt. Wer sagt, man braucht Superkräfte, um zu gewinnen? Und deshalb verdienen sie das große Geld. Ja, das war einfach, würde ich sagen. Ne, sehr, sehr einfach sogar. Irgendwie sind die Herausforderungen sowieso recht simpel. Ey, ich verstehe gar nicht, warum. Aber ich glaube, das Playset ist einfach nur ausgelegt, um gegeneinander zu kämpfen, also Versus-Mode zu spielen. Ich glaube, das ist nicht großartig dafür da, um diese Story oder diese Herausforderung zu machen. Gehe ich jetzt einfach mal ganz schwer von aus. So, Freunde, es geht weiter mit Gamora aus Guardians of the Galaxy. Dazu braucht man eine Frau. Arena, die Mitte von Nowhere. Die Roboter-Doppelgänger von Star-Lord und Yondu haben ein Artefakt auf Nowhere gefunden.
das ihnen enorme Macht verleiht, halte sie auf. Alternatives Outfit für Gamora gibt es als Extra, als Belohnung. Starks Arc Reactor und Shield Helicarrier Angriff sind die aktiven Bonusmünzen. Und das ist Herausforderung Nummer 19. Und das ist das dritte Mal, dass dieses Bild kommt. Ganz unter uns, Gamora. Peter Quill ist mehr Schein als Sein. Es wird Zeit, ihn daran zu erinnern. Okay, ich bin total abgefahren. Das ist meine Spezialität. Gamora! Okay. Du bist doch nicht böse auf mich, oder? Ach, halt die Klappe, Star-Lord. Was wirst du im Schilde? Tja, da hatte ich mir was anderes erhofft. Wo wirft sie das denn hin? Ich will keinen Ärger. Ja, du bist nicht sehr ehrenvoll, was? Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Er wirft mich runter! Natascha Romanoff. Was? Gamora, dein Ruf eilt dir voraus. Au! Hey! Okay, Natascha kam jetzt wohl zur Hilfe, so wie es aussieht. So. Bonusmünze nähert sich. Soll das ein Witz sein? Besser weg, und zwar jetzt. Boah, geil, ey. Dieser Helicarrier-Angriff, ich feier den so übelst, ne? So, und das scheint es mit Yondu gewesen sein. Du solltest vorsichtiger sein. Das wirst du noch bereuen. Es geht auch nichts über einen guten Kampf. Und auf ein letztes. Nächster. Keine Herausforderung. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wieder gewinnt Gamora. Okay, das mag jetzt etwas grob gewesen sein, Gamora. Aber wenigstens haben wir Ergebnisse. Ja, super. Wenigstens habe ich die Herausforderung schon in einer Minute geschafft. Ach ja, wäre die Story doch nur ein wenig länger gegangen. Wäre alles schöner gewesen. So. Jawohl, alternatives Outfit erhalten. Weiter geht's und zwar mit Herausforderung Nummer 20. Überrasche Ronan. Arena, die Mitte von Nowhere. Ronan wurde dabei entdeckt, wie er in Nowhere herumschlich. Wir haben dir neue Technik gegeben, durch die du größer und stärker wirst. Aber sei vorsichtig, denn wenn du zu viel Schaden ansteckst, wirst du schrumpfen. Explodierendes Fass von Mondstützpunkt ist das Extra, was man bekommt. Gegner ist natürlich Ronan, aktive Bonusmünzen, oberster Zauberer und Team Marvel Yondu. Okay. Los geht's, wir brauchen Groot. Ich bin Groot. Den habe ich schon draufgepackt. Sehr gut. Sehr gut. Ronan wendet wieder seine alten Tricks an. Beende seine Spielchen. Jawohl, ich tu's. Ich versuch's wenigstens. Niemand kann Ronan besiegen. Na, natürlich nicht. Bleib auf Abstand, Baum. Zack, komm mal her. Ja, geil. Komm mal ran so hier auf den Meter. Oh, oh, böse. Oh, noch böser. Oh, ganz böse. Mega. Geil. Oh, das war böse. Mensch, die Bonusmütze. Komm her. Okay, Yondu. Du bist unwürdig. Ein schlechter Tag wird noch schlechter. Achtung, zu spät. So, machen wir hier voll, dann können wir mal hier... Boah!
Können wir ein super Special ansetzen? Boah, ich würde gerne mal meinen Special Move anwenden. Könnte ich den irgendwo herbekommen? Bitte? Ach, jetzt haben wir ihn. Ach so, okay. Er hält ihn einfach nur fest. Okay. Ich bin Groot. Wenn sich doch bloß der echte Ronan so leicht vernichten ließe. Die Sprüche sind genauso schlecht, wie die Herausforderungen leicht sind. Alter, das ist so schlecht, ne? So, weiter geht's mit einer weiteren Herausforderung, und zwar mit Batista. Und zwar, ich war Groot Arena, die Mitte von Nowhere. Wir hören Meldungen, dass Rocket und Groot auf Nowhere Verwüstung stiften. Erledige Groot, bevor er seine volle Größe erreicht. Gegner sind natürlich dann Rocket und Groot. Oberster Zauberer, kosmische Würfelattacke sind die Bonusmünzen und eisige Kiste vom Mondstützpunkt ist das Extra. Das nehmen wir mit. Rockets Feuerkraft und Groots Stärke sind eine gefährliche Kombination. Trenne sie, bevor sie richtig Schaden anrichten. Hallo, gut siehst du aus. Ich bin Groot. Ich bin es, Drax der Zerstörer. Wer ist denn eigentlich Zerstörer? Oh, hat aber Glück gehabt, muss ich sagen. Das ist unglaublich. Unfassbar. Diesen Robotern ist es gelungen, Groots Wachstumsfähigkeiten zu kopieren. Warum? Der ist doch so klein. Eines Tages tue ich Thanos dasselbe an. Der ist doch so klein, ey. Ja, genau, geh mal da hoch. Bam, Junge. Ausgeliefert. Wie geil ist das denn? Er ist gleich direkt platt, weil er da reingeht. Kosmischer Würfel im Spiel. Oh, kosmischer Würfel, ja, dann hat sich das jetzt schon erledigt. Ja, das war der erste. Kosmischer Würfel. Super geil. Komm mal runter hier. Oh, oh. Groot ist ein bisschen groß geworden. Sich Drax dem Zerstörer in den Weg stellen. Du hast es geschafft, aber du solltest dich vielleicht nach Holzsplittern absuchen. Ja, Freunde, einfach und simpel, das waren die vier heutigen Herausforderungen. Leider ging das Video nicht allzu lange, es liegt aber auch daran, weil ich ja die Ladebalken rausschneide. Eigentlich bin ich so immer so bei 20, 22 Minuten. Ohne Ladebalken komme ich direkt auf 14, weil er teilweise wirklich lange dauert bei mir. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es dauert wirklich sehr, sehr lange. Ja. So ist das Leben. In dem Sinne, Freunde, ich bin raus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo dalassen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein und Peace.